So, damit herzlich willkommen zum fünften Teil des Worms Armageddon Let's Plays. Ich glaube, es ist der fünfte Teil. Ich müsste nochmal, ich hätte nochmal nachsehen sollen vorher auf YouTube bei meinen bereits hochgeladenen Videos. Ich nehme jetzt wieder mit dem Blue Yeti Mikrofon auf. Ich habe gerade Baphomets Fluch aufgenommen und irgendwas stimmt mit dem Headset nicht. Ich musste es extrem verstärken in den Windows-Einstellungen und in OBS, damit es nicht zu leise ist. Da war die Ingame-Musik und so, der Ton generell auch ein bisschen laut. Das muss ich auch nochmal anpassen. Ich weiß nicht, was da mit dem Headset los ist. Wenn ich in Audacity oder Audacity, würde ich es eigentlich aussprechen. Audacity, wie das Substantiv im Englischen. Teste das Linecast LX55 Headset. Das ist auch sehr, sehr leise. Also man hört es schon gut, wenn man den Rechner und so weiter laut genug wiedergeben lässt. Aber die Amplituden, die Ausschläge sind ein Witz. Das ist fast gar nichts irgendwie. Ich verstehe es nicht ganz. Egal, nicht noch mehr reden. Das mache ich eh schon oft genug. Zu viel. Ich wollte hier halt nochmal in den Audio. Optionen gucken. Wobei, da war ich eigentlich zufrieden. Mit 40, 50%. Ich glaube, 40 ist schon. Hier können wir die Sprache ändern. 40 ist schon gering genug. Man will ja auch ein bisschen was hören, was die Würmer von sich geben. Und somit fange ich mal an mit der fünften Mission. Die Hateful Eight sind natürlich nach wie vor unser Team. Oh. Das ist jetzt auch eine Mission, an die ich mich halb dunkel, halb hell erinnere. Die verlockende Lok. Was für ein Wortspiel. Da hat er ein paar Tage dran gesessen. Er oder sie, die Autoren des Spiels. Auf einem verlassenen Bahnhof steht eine Lokomotive. Sie wurde von den Gegnern unserer Organisation in Besitz genommen. Die Lokomotive enthält eine Kiste und in der Kiste befindet sich die größte Zerstörungskraft, von der wir jemals gehört haben. Sie müssen einen Infiltrationswurm mit Sonderausbildung verwenden, um diese Kiste in ihren Besitz zu bringen, damit unsere Wissenschaftler diese neue Waffe analysieren können. Da wir unsere Würmer nicht persönlich aussuchen können, bin ich gespannt, welchen Wurm er jetzt als den elitären Infiltrationswurm wählt. Ob, mal gucken, wir starten. Sam Jackson natürlich. Wer bei Snakes on a Plane die Lage rettet, der schafft auch diese Mission hier. Also sollte ich jedenfalls schaffen. Jetzt habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich wollte nur auf diesen grandiosen Hollywood-Streifen anspielen. Das war eine Lötlampe. Wir haben hier bald ein Gewehr. Nach 7 Zügen erst. Und die Uzi im nächsten Zug. Flammenfaust. Wie war? Ah, ich glaube, ja, die Flammenfaust. Die kann man auch anwenden, während man den Backflip in die Luft macht. Und zwar so. Ha! Mann, Mann, Mann. Zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ich erinnere mich zum Glück halt zum Teil noch so an die Mission und wie ich die früher immer gemeistert habe. Wobei ich es nie komplett durchgespielt habe, diese Story. Sam Jackson. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, jetzt brauchen wir besagten Lötkolben. Der kann nie schaden. Aber erstmal sollten wir da mit dem Backflip hochkommen. Jawohl. Und jetzt löten wir uns mal hier durch den Baumstamm. Ist das jetzt ein Flammenwerfer oder ein Lötkolben? Lötlampe. Okay, das ist ein bisschen weniger zweideutig dann. Stellen wir uns kurz in Sicherheit unter die Baumkrone. Ich stelle mir selbst den Ton mal etwas lauter. Ah, ne, geht nicht mehr am Headset. Also ich höre übers Headset, das ist in dem Blue Yeti Mikrofon drin. Nehme aber mit dem Mikrofon auf. Das hat natürlich so einen Verstärkungsregler für die Lautstärke, die ich wahrnehme, das Headset.
Weil wenn ich jetzt in den Windows-Einstellungen die Lautstärke ändere, sieht man das in der Aufnahme. Das hatte ich bei dem anderen mal gesehen. Ich sollte mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Das wäre jetzt auch nicht dramatisch. Ah, ein Träger. Aber ja, ich muss es ja auch nicht so laut hören, was die Würmer sagen. Die Aufnahme ist, wie sie ist. 40% Lautstärke, das ändert ja nichts daran, wie ich es jetzt höre. In der Aufnahme ist es laut genug, will ich hoffen. So, den Träger platzieren wir mal so, dass wir auf jeden Fall. Ändere ich den Winkel noch mal so hin? Das. Ja, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich sollte es jetzt so lassen. Ich habe auch auf der PS4 übrigens Worms Battlegrounds und Weapons of Mass Destruction. WMD. Battlegrounds habe ich auch Story so drei Viertel oder zwei Drittel durchgespielt. Vielleicht Let's Play ich das auch irgendwann mal, aber das ist echt anspruchsvoll, sage ich euch. Da muss man bei jedem Zug sich mega konzentrieren. Das ist, man denkt ja immer sowas. Entschuldigung, so ein Spiel ist für Kinder oder so auch, zumindest auch konzipiert. Und das ist auch, glaube ich, ab 6 Jahren freigegeben. Also Armageddon auf jeden Fall. Und es ist aber mega kompliziert eigentlich. Also es ist mega anspruchsvoll teilweise. Diese Mine. Aus dem ersten Teil erinnere ich mich, dass man mit Minen hier nicht spaßen sollte. Deswegen probiere ich sie lieber zu ihm zu schießen, statt sie auszulösen und dann weg, weil vielleicht explodiert die sonst sofort. Mal gucken. Wie zu erwarten, hat es nicht geklappt, wie ich wollte. Ich habe hier mit Minen zurzeit meine Schwierigkeiten in dem Spiel. Aber Minen sind ja auch nichts, worüber man sich generell im echten Leben freuen würde. Oh! Ach, jetzt kommt wieder hier die Cholera auf uns runtergeregnet mit den toten Köpfen im Hintergrund. Das ist das Armadillo des Wurm-Universums. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir auch locker die Kiste uns da zu schnappen, die Gesundheitskiste. 15, okay. Reicht uns aber auch. Übrigens Red Dead Redemption 2 auf dem neuen Rechner installiert. Tatsächlich hat es nur einen halben Tag gedauert, die 111 Gig runterzuladen. Und ich habe schon angefangen. Es läuft echt auf Ultra High, wunderbar flüssig. Ich bin sehr zufrieden. Da ich es immer replayen wollte und dann ist es halt nochmal ein bisschen neu, zumindest am Rechner. Klar, gleiche Story und so weiter, aber. Oh, meine Mutti ruft an, die werde ich zurückrufen müssen. Ich springe einfach mal über die Mine rüber und sollte aber jetzt noch schnell. Ah, Flammenfaust. Gut. Flammenfaust macht, glaube ich, 30 Damage plus Fallschaden. Ist er auf jeden Fall tot. Ja, 5er Fallschaden. Oh, jetzt ist durch das Steigen der Sun Death. Ich hätte vielleicht mal. Was? Ich bin schon wieder gescheitert. Damit unsere. Neustart. Anscheinend muss ich die besagte Kiste vom Sudden Death, der in 3 Minuten schon stattfindet. Kriegen, damit die halt nicht im Wasser versinkt. Eigentlich kann ich auch erstmal hier hochspringen mit dem Backflip, wenn ich es hinkriege. Und dann die Flammenfaust benutzen. Das müsste auch funktionieren. Sehr gut. Bin etwas aus der Bahn geworfen durch den Anruf. Ich hatte meine Mutter angerufen, das ist jetzt nur ein Rückruf. Aber ich bin so ein neurotischer Mensch. Mensch, ich gehe lieber gerne gleich ans Telefon und denke, dass sich Menschen sonst Sorgen machen, wenn ich nicht gleich rangehe oder zurückrufe. Um mal wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber
Ich habe ja eh nur. Wie viel Zeit für die Mission? Noch 3 Minuten. 2 Minuten 27. So lange. Dann kann ich irgendwann zurückrufen. Das ist ja nicht. Naja. Nicht die Welt. Ein paar Minuten. Nette Überraschung. Aber ganz ehrlich, wie soll ich denn das so schnell überhaupt schaffen? Schaffne. Wie der Bayouva vielleicht sagen würde. So, dass ich von links mit einem normalen Sprung hinkomme. Das mache ich sogar gleich noch. Muss ich mich vielleicht, damit er nicht mit so viel Schwung gegen und wieder abprallt, ein bisschen weiter links auf den Baum stellen. Aber okay, also Ziel ist einfach nur, ich kann die anderen Würmer eigentlich komplett ignorieren. Das ist wieder der Denkfehler gewesen, den ich gehabt habe in der Mission. Und mich darauf konzentrieren, einfach schnell die Kiste zu erreichen. Und jetzt. Ja. Genauso hatte ich mir vorgestellt. Und jetzt machen wir da einen Backflip hoch. Klappt sogar. Noch einen. Und jetzt. Ja, aber über die Mine rüberspringen, weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe. Volles Risiko. Jetzt habe ich sie ausgelöst. Siehst du, das war so nach ein paar Sekunden. Das zählt jetzt aber nicht als Angriff. Ich kann noch weitermachen, weil ich die ja nicht als Waffe proaktiv gewählt habe, sondern nur passiv ausgelöst habe. Und jetzt habe ich ein Bungee-Seil. Das drücke ich jetzt auf Waffe nutzen. Und funktioniert das dann. Manchmal sagt er OA, ohne dass es wirklich ein Damage gab. Was ganz gut ist. Ah, Mist. Habe ich nicht richtig Tasten getroffen. Ich muss mich doch an das neue Keyboard-Layout vom neuen Laptop gewöhnen. Und wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? 55 Sekunden. Okay, ich sollte es auf jeden Fall in diesem Zug schaffen. Aber wie zum Geier? Habe ich ein Jetpack? Habe ich ein Jetpack? Ah, ich habe ein Jetpack. Na dann. Jetzt volle Konzentration. Oh. Das ist aber kein Jetpack. Der lange viel Sprit drin hat. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, glorreich. Im zweiten Versuch immerhin. Vielleicht gab es deshalb die Silbermedaille. Vielleicht geht es danach, wie viele Versuche man braucht. Aber ich glaube nicht. Vielleicht wie viele Züge? Ich weiß es nicht. So. Familiäre Verpflichtung. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Pause, auch wenn das jetzt relativ kurz war, wahrscheinlich die Aufnahme. Ich freue mich trotzdem, falls es irgendwer gesehen hat. Ich hoffe, die Audio ist ein bisschen besser jetzt. Und nicht zu laut, nicht zu leise. Respekt vor allen Leuten, die es erfolgreich machen, hochqualitative Let's Plays aufzunehmen. Das ist so eine Sache, da merkt man erst, wie anspruchsvoll das ist, wie viel man sich da reinfuchsen muss, wenn man es mal selber ausprobiert. Und ja, deswegen auch, es geht ja mehr darum, auch Spaß zu haben, aber trotzdem Respekt vor Leuten, die sowas produzieren. Und ich freue mich, da mich jetzt, wie gesagt, selber auch reinzufuchsen. Und vielleicht sieht es ja irgendwann mal jemand. Ich habe ein erstes Like bekommen auf ein Video von dem ersten Wormstyle, glaube ich. Vielen Dank an die Person. Und ja, ich mache sicherlich bald weiter hier, sowohl mit dem als auch mit dem Baphomets Fluch. Mal gucken, was noch so kommt. Ich habe jetzt auch Gothic den ersten Teil runtergeladen. Rollercoaster Tycoon, noch so ein paar Klassiker. Gucken, was ich noch alles so spielen werde in Zukunft. Aber ich denke, das ist eine Sache, die ich noch sehr lange machen werde. Und damit verabschiede ich mich. Schöne Grüße. Tschüss.